SWR Fernsehen. Am besten Südwesten. Die Nachrichten für Baden-Württemberg mit Michael Saunders. Wie immer samstags um 6 gleich auch mit dem aktuellen Sport. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es bleibt weiterhin unruhig in der Atmosphäre über Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst warnt insbesondere im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb vor schweren Gewittern mit Hagel und Starkregen. Die Amnestie zur Abgabe illegaler Waffen ist heute zu Ende gegangen. Deutschlandweit konnten knapp ein Jahr lang Pistolen, Gewehre, sonstige Waffen, Munition straffrei abgegeben werden. Betrüger haben sich im Main-Tauber-Kreis mehrmals als Staatsanwälte ausgegeben. Das teilte die Polizei Heilbronn mit. Bei Anrufen behaupteten die Betrüger, die Betroffenen seien in mafiöse Machenschaften verstrickt oder bei Delikten in Zusammenhang mit Kinderpornografie aufgefallen. Ein Zugbegleiter, der mehr als 200 Mal Jungen sexuell missbraucht hat, ist am Mittag vom Amtsgericht Freiburg zu 7 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Nachrichten für Baden-Württemberg mit Stefanie Heiber. Es ist 18 Uhr. Hallo und willkommen zur SWR Aktuell. Es ist ein politischer Showdown, wie wir ihn in Deutschland lange nicht erlebt haben. Entscheidet er sich heute, der Asylstreit zwischen CDU und CSU? Seit heute Nachmittag sitzen die Führungsgremien der Schwesternparteien getrennt in München und Berlin zusammen. Die baden-württembergische Landesgruppe der SPD hat einen neuen Chef, Martin Rosemann. Der 41-Jährige vertritt den Wahlkreis Tübingen im Deutschen Bundestag. Er ist promovierter Volkswirt und Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz von der SPD ist in Ulm zum neuen Städtetagspräsidenten für Baden-Württemberg gewählt worden. Die Landesregierung arbeitet nach Informationen von SWR aktuell an einem Plan, wie Dieselfahrzeuge der Euro-5-Norm von einem Fahrverbot in Stuttgart ausgenommen werden können. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo zu SWR aktuell. Brutale Schläge, Psychoterror und sexuelle Übergriffe. Solche Straftaten wurden in Kinderheimen der evangelischen Brüdergemeinde in Korntal bei Stuttgart begangen. Kurz löst damit den ehemaligen Freiburger Bürgermeister Dieter Salomon von den Grünen ab. Und aus Berlin ist uns mein Kollege Georg Weisenberger zugeschaltet. Lange Zeit sah es ja so aus, als ob man aufeinander zugeht. Wie ist denn jetzt der letzte Stand? Ja, also diese Aussagen von Horst Seehofer, die noch nicht offiziell bestätigt sind, die ja wohl durchgestochen wurden aus der Sitzung heraus, die haben hier Wirkung gezeigt. Am heutigen selbst ausgerufenen Tag der Bundeswehr hat sich die Truppe auch in Baden-Württemberg präsentiert. Einziger Standort war Mannheim. Es wäre aktuell um 16 Uhr. Willkommen zu den Nachrichten. 240.000 wahlberechtigte Türken leben in Baden-Württemberg und die große Mehrheit hat gestern für Erdogan als neuen Staatspräsidenten gestimmt. 51 Tage war die wichtigste Nord-Süd-Strecke der Bahn unterbrochen, die Rheintalbahn, weil im vergangenen Sommer ein Teil der Tunnelbaustelle in Rastatt abgesackt ist. Die letzte Möglichkeit wäre die, am Mittwoch die Vertrauensfrage zu stellen und dann mit Grünen und der SPD eventuell weiter zu reagieren. Vielen Dank, Georg Weisenberger, nach Berlin. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Reisebus ist bei Schemmerhofen im Kreis Biberach eine 18-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Im Bus wurden 11 Jugendliche und 2 Erwachsene verletzt. Soweit die Nachrichten. Wir melden uns in einer Stunde zurück. Bis nachher. Landesbeamte bleiben künftig nicht mehr auf ihrem Schmerzensgeldanspruch sitzen, wenn sie während des Dienstes Opfer einer Gewalttat werden. Der Staat soll einspringen und Schmerzensgeld auszahlen, wenn der Täter zum Beispiel mittellos ist. Die Linken haben die beiden Vorsitzenden Kipping und Rixinger erneut an die Parteispitze gewählt. Beim Bundesparteitag in Leipzig erhielt Rixinger knapp 74% der Stimmen. Auf Kipping entfielen 64,5%. Das war's soweit von den Nachrichten. Hier im Programm geht's weiter mit Kaffee oder Tee. Und SWR aktuell gibt's dann wie immer um 17 Uhr. Schönen Nachmittag.
Und jetzt, wie immer sonntags, Meldungen und Geschichten aus dem Dreiländereck. In Frankreich gilt seit heute Tempo 80 auf den französischen Landstraßen. Die Regierung will damit die Zahl der Verkehrstoten senken. Die Hockeyfrauen des Mannheimer HC haben das Endspiel um die deutsche Meisterschaft verpasst. Und damit sind wir beim Sport. In der regulären Spielzeit des Halbfinals des Final Four in Krefeld war kein Treffer gefallen. Die Entscheidung musste dann im Penaltyschießen herbeigeführt werden. Die Nachrichten für Baden-Württemberg mit Tatjana Gessler und Dieter Fritz. Guten Abend zu SWR aktuell, meine Damen und Herren. Es sind jetzt Tage, in denen sich entscheidet, wie sehr Europa zu einer Festung wird, sprich, wie sehr sich Europa im Ganzen oder jeder für sich künftig gegen Flüchtlinge abschotten wird. Und noch was Neues aus Frankreich, dem einstigen Paradies für Raucher. Die Stadt Straßburg hat ihre bestehenden Rauchverbote im öffentlichen Raum weiter ausgedehnt. Und mehr zum Hockey finden Sie auch online unter swr.de/sport. Wie kann es sein, dass ein Junge mehr als 2 Jahre lang sexuell missbraucht wird, dass er übers sogenannte Darknet von der eigenen Mutter und deren Lebensgefährten für Vergewaltigungen angeboten wird, dass er an pädophile Straftäter also gewissermaßen verkauft wird und niemand die Alarmglocken richtig gehört hat? Die Nachrichten für Baden-Württemberg mit Michael Saunders und Stefanie Heiber. Es ist 19.30 Uhr. Hallo und willkommen zur SWR aktuell. Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller im Kreis Karlsruhe, eine gesperrte Bahnstrecke zwischen Esslingen und Plochingen, schwere Unfälle und kein Durchatmen in Sachen schwere Gewitter. In Stuttgart hat heute das traditionelle Tennisturnier auf dem Weißenhof begonnen mit der Qualifikation bei diesem mit fast 730.000 Euro dotierten Rasenturnier. Um Rehkitze vor dem tödlichen Mähdrescher zu retten, werden in Baden-Württemberg immer öfter Wärmebildkameras eingesetzt. Auch in der Schweiz gibt es so ein Modellprojekt. Also es gab Hinweise, dass der Junge aus Staufen misshandelt wurde und auch, dass der pädophile Lebensgefährte der Mutter mit ihr und dem Jungen zusammenlebte. Hinweise, die aber ganz offensichtlich nicht ernst oder nicht ernst genug genommen wurden. Wir alle haben ja diese Woche gespannt ins All geguckt. Schließlich ist da oben einer von uns zugange, der Künzelsauer Astronaut Alexander Gerst. Die besten Latein-Tanzpaare Europas messen sich heute in der Kongresshalle in Böblingen. Im Rahmen der Tanzgala wird auch die Europameisterschaft der Profis ausgetragen. Die humanistische Bibliothek von Célestat gehört zu den bedeutendsten Kulturschätzen des Elsass. Nach 4 Jahren Umbau hat sie wieder geöffnet. In Célestat sind unter anderem Bücher und Papiere aus Renaissance und Mittelalter untergebracht. In Erfurt ist uns dazu Holger Pröbstl zugeschaltet, langjähriger Vorsitzender am dortigen Landgericht und einer der juristischen Experten für Missbrauchsfälle. Guten Abend. Guten Abend. Herr Pröbstl, Sie haben sich das Staufener Missbrauchsverfahren aus der Ferne angeschaut gewissermaßen und sich auch verwundert gezeigt über das Verhalten der Behörden. Warum? Über die Bundeswehr hören wir in der vergangenen Zeit ja wenig Gutes. Das Material ist veraltet, zum Teil gar nicht funktionstüchtig. Verteidigungsministerin von der Leyen sprach heute am Tag der Bundeswehr von Versäumnissen aus 25 Jahren. So viel vom Sport. Überall in Baden-Württemberg starten die Freilichtbühnen derzeit in die diesjährige Saison. So zum Beispiel auf der Großen Treppe in Schwäbisch Hall und auch auf der Götzenburg in Jagsthausen. Dort beginnen die Burgfestspiele diesmal mit einem Musical. Immer in üblichen Hotelzimmern übernachten. Manchen Urlaubern ist das zu langweilig. Die suchen neue Trends. Und die gibt es in der Schweiz. Zum einen sogenannte Pop-up-Hotels. Zum anderen bieten die Schweizer jetzt auch ganz unkonventionelle Übernachtungsmöglichkeiten an. Ja, das ist erschreckend. Und die Behörden werden sicherlich als Lehre aus diesem Fall genauer hinschauen müssen. Vielen Dank für das Gespräch nach Erfurt. Gerne. Und das Gespräch mussten wir aus Termingründen vor der Sendung aufzeichnen. Jetzt erstmal weitere Nachrichten mit Tatjana Gessler. Ein Unbekannter hat am Dienstag auf einer Wiese in Biberacher Ortsteil Bergerhausen auf eine Gruppe Mädchen geschossen und dabei eine 15-Jährige am Bein getroffen und schwer verletzt. Mit dem Landesschaumobil geht es gleich nach Rosenfeld. Vorher aber der Blick aufs turbulente Wetter mit Sven Plöger. Von uns allen hier Ihnen noch einen schönen Abend. Durch
durch Begriffe wie Asyltourismus scheint es inzwischen fast nur noch darum zu gehen, wie man Flüchtlinge abweisen oder zumindest möglichst schnell wieder loswerden kann. Und die Einzelschicksale, die werden dabei dann natürlich auch schnell vergessen. Hat unsere Landesregierung einen Geheimplan in Sachen Dieselfahrverbote? Michael Saunders hat Nachrichten im Überblick. Die Landesregierung arbeitet nach Informationen von SWR aktuell an Vorschlägen, wie Dieselfahrzeuge der Euro 5-Norm von einem Fahrverbot in Stuttgart ausgenommen werden können. Die Deutsche Bahn darf nach dem Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs die oberirdischen Gleise dort abbauen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies die Klage eines Unternehmens ab. Das wollte die Anlage weiter betreiben. Soweit zunächst SWR aktuell. Wir melden uns wieder um 19.45 Uhr, dann mit dem ausführlichen Sport. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. In der Nacht ist es meist leicht bewölkt oder klar. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 9 Grad. Morgen halten sich vielfach zähe Wolken. Die Sonne kommt nur ab und zu durch. Das Wetter im Land wird Ihnen präsentiert von der L-Bank, der Staatsbank für Baden-Württemberg. Am Abend und in der Nacht gehen im Norden örtlich Gewitter nieder. Im Südwesten bleibt es trocken. Die Temperatur sinkt auf 17 bis 14 Grad. Morgen gibt es neben sonnigen Abschnitten auch dicke Wolken bei 24 bis 29 Grad. Das Wetter in Baden-Württemberg wurde Ihnen präsentiert von Seitenbacher.